Laura Letrari schaffte als letzte Südtirolerin die Qualifikation für die 30. Olympischen Sommerspiele in London. Erst vor 4 Wochen schwamm die 23-jährige Brixnerin beim Settecole-Meeting in Rom die 100 Meter Freistil in 55,75 Sekunden und löste somit das Ticket für London. Das war die viertschnellste Zeit einer Azzurra in diesem Jahr und ihr persönlicher Saisonrekord. Letrari ist die zweite Südtiroler Schwimmerin nach Sarah Parise, die sich für Olympia qualifiziert hat. Parise war in Sydney 2000 und 4 Jahre später in Athen dabei. Es hat eben nicht so gut ausgeschaut am Anfang, weil eben die erste Quali ist nicht so gut gegangen und bei der zweiten war ich nicht dabei und das war leider mal eh. Wenn ich nicht 100% darum geglaubt hätte, dann hätte ich es nicht geschafft, halt eindeutig. Und von dem her war wichtig, bis zum Schluss jeden Zentimeter, Millimeter darum zu glauben und so war es auch, deshalb super. Letrari schwimmt seit ihrem zweiten Lebensjahr. Ihre Karriere begann beim SSV Brixen. Vor 4 Jahren ging sie zum Bozner Verein Bolzano Nuoto, wo sie mit Coach Dario Taraboy und Konditionstrainer Hans Valersi trainiert. 2009 gewann sie bei den Mittelmeerspielen in Pescara die Goldmedaille mit der italienischen 4x100 Meter Freistilstaffel. Mit dieser Staffel wird sie auch in London in 9 Tagen an den Start gehen und kann deshalb nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Leider nicht. Weil die Eröffnungsfeier ist am 27. Juli und wir schwimmen am 28. in der Früh. Deshalb werde ich es nicht hingehen. Letrari weiß, dass die italienische Staffel nur mit Federica Pellegrini Chancen hat, ins Finale einzuziehen. Sollte der italienische Superstar auf einen Start verzichten, dann wird es fast unmöglich sein, weiterzukommen. Es hängt eben sehr viel ab, ob die Federica Pellegrini im Vormittag mitschwimmt. Wenn sie eben nicht mitschwimmt, weil sie eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie nicht mitschwimmt, dann ist das Finale fast unmöglich, weil sie schwimmt eben eine Sekunde schneller und die Sekunde ist um und auf. Also in der Welt im Schwimmen ist es ja 20 Plätze in der Stafette und von dem her hoffen wir, dass sie eben mitschwimmt und dann schauen wir. Für Laura Letrari ist mit der Teilnahme an Olympischen Spielen ein Traum in Erfüllung gegangen. Noch ist sie gelassen, aber auch sie wird sicherlich noch nervös werden. Ich glaube, in dem Moment, wo ich in den Flieger einsteigen werde, wo wir alle gleich umgezogen sind, überall Italien oben steht und die Olympischen Ringe, ich glaube, es wird zufangen. Jetzt sind wir da und ja, dann wird die Aufregung sicher steigen. Laura freut sich besonders auf Olympische Dorf und will nach ihrem Wettkampf auch andere Sportarten verfolgen. Das Erste, was mir halt einfällt zu Olympia, ist das Olympische Dorf. Alle Athleten von der ganzen Welt, von überall, verschiedene Denkweisen, verschiedene Sichtdinge, verschiedene Kulturen. Und ich glaube, das ist Wahnsinn, sich vergleichen zu können und da mal Ratsche zu machen mit einem Afrikaner, mit einem Chines von verschiedenen Sportarten. Ich glaube, das ist einfach geil. Ich hoffe, Freunde von mir verfolgen zu können, die vielleicht Gold gewinnen, von wegen meiner Freundin, die Federica, oder meine Cousine, die Vezzali. Ich hoffe, das sehen zu können und zu schauen, ob sie gut machen. Und das ist ja ein Brivi di mehr. Die italienische Fechterin Valentina Vezzali ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen überhaupt und nimmt in London bereits an ihrer 6. Olympiade teil. Bei den letzten 3 Olympischen Sommerspielen hat sie 3-mal Gold im Florett gewonnen und Sportgeschichte geschrieben. Laura Letrari trainiert in Bozen mit ihrer Schwester Arianna, die 6 Jahre jünger ist, aber ebenfalls schon zu den besten Schwimmerinnen Italiens zählt. Arianna wird mit ihren Eltern die Rennen in London live mitverfolgen. Ich habe schon gewusst, dass sie es eines Tages schaffen wird und ich bin einfach froh. Und sie ist sowieso mein Vorbild. Dann hoffe ich, dass wir sowieso in Rio 2016 auch zusammenfahren können. Nicht in London wird hingegen Lauras Trainer Dario Taraboy sein. Auch für ihn ist mit der Einberufung der Brixnerin ein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist ein Traum für mich und das ist ein Traum eines Lebens, die Wahrheit wird. Und wir sind alle stolz auf Laura. Sie ist bereit, sie hat sehr gut gearbeitet. Wir werden sehen, was es passiert in London. Aber jetzt, wir sind nur stolz auf sie, dass sie so ein Ergebnis erhalten hat.